Und sucht man die Hintergründigkeit seines Humors im Sinne von Karl Valentin, so könnte man sie unter anderem in seiner spontanen Äußerung zum geplanten MVV-Tarif als das modernste Tarifsystem Europas finden. Zitat: Ein Warzenschweinvater findet sein Kind auch schön, aber er ist mit dieser Meinung relativ allein. Meine Damen und Herren, ich habe ja gehört in der Begründung, dass dieser Ausspruch von mir eine der ausschlaggebenden Faktoren war. Es war wirklich eine sehr skurrile Situation. Wir saßen im Rathaussaal, normale Leute, Politiker und Vertreter des MVV in der Reihenfolge. Und der Chef des Münchner Verkehrsverbundes war ein bisschen pikiert, weil wir überhaupt darüber nachdenken, dass wir diesen Verkehrstarif irgendwie vereinfachen wollen. Und hat dann tatsächlich gesagt, dass er versteht uns eigentlich gar nicht, weil der Münchner Verkehrstarif ist sowas von einfach, billig und verständlich, dass er das gar nicht kapieren kann. Wahrscheinlich hat er gemeint, wenn man entweder Jahreskarten hat oder von Haus aus die Karten kauft, dann ist es tatsächlich einfach. Aber ich weiß nicht, wie viele von denen das machen. Beispiel, als ich mal angesprochen habe, dass die armen Touristen, die am Flughafen ankommen und dann verzweifelt an diesem Automaten stehen, eigentlich nicht genau wissen, wie viele Ringe sie vielleicht um den Bauch haben, aber jedenfalls nicht, wie viele Ringe sie brauchen, um jetzt zum Marienplatz zu kommen. Und auch bei längerem Studium der Piktogramme nicht unbedingt schlauer werden. Und dann war die Antwort ganz einfach, da haben wir jetzt eine Taste hingemacht und da gibt es jetzt einen Einzeltarif. Gut zugegebenermaßen ist das der teuerste, aber dann kann er wenigstens gefahrlos überall hinfahren. Das ist auch einfach, aber nicht das wirkliche Ziel, das man haben sollte beim Tarif. Und weil ja kurzzeitig haben wir gedacht, ob ich jetzt einfach einer gewissen Wahrnehmungsstörung bezichtigen soll, aber nachdem wir so pleite waren, war ich sicher Feinsinger, wenn man dann die Geschichte mit dem Warzenschweinvater erzählt. Und das ist ja wirklich so, glauben Sie es mir, wer weiß, wer ein Warzenschwein ausschaut, das finden eher die weniger schön. Aber Vater und Mutter, Warzenschwein, finden dieses Kind auch schön und so ging es halt dem Tarifchef des Münchner Verkehrsverbundes und so wurde dieser Ausspruch einfach geboren. Ich wollte aber eigentlich gar nicht so sehr auf den MVV eingehen hier heute, weil gerade im Winter ist der Fanclub überschaubar. Ich vermeide jetzt auch die alten Beispiele, für was ich zuständig bin und für was der Freistaat zuständig ist, weil das habe ich einmal dummerweise irgendwo gesagt, als viele Gäste da waren. Ich glaube, es war beim Abschied von unserem Verkehrschef. Da habe ich gesagt, also ich bin für U-Bahnen, für Trambahnen, für Busse zuständig, also für den funktionierenden Teil des Münchner Nahverkehrs. Das hat mir unmittelbar den Grant der anwesenden Bahnvertreter, aber auch der Vertreter des Bayerischen Freistaats eingebracht. Aber damit muss man leben. In München ist es halt so mit dem Grant. Wir Münchner brauchen einfach einen gewissen Grant. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Münchner granten einfach gerne. Das ist eigentlich völlig wurscht, was man macht. Christian Springer hat schon angedeutet. Münchner granten einfach gerne. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass München sonst so schön war, dass man es überhaupt nicht mehr aushalten kann. Ich habe einmal einen Werbespot einer Brauerei gesehen, den Namen sage ich jetzt nicht. Der gipfelt darin, dass jemand sich im Biergarten hinsetzt und dann setzen sie einfach, und das ist in München, wie Sie wissen, ungehörig, fremde Leute dazu. Ohne dem zu fragen oder jedenfalls ohne um Erlaubnis zu bitten. Und das hat er dann mit seinem Münchner Grant ganz deutlich kommentiert und hat danach dann gesagt: Migger, du machst mich fertig. Und genau so ist es halt in München. Das wissen wir ja schon seit dem berühmten Münchner Himmel. Der hat es ja nicht einmal da los, was im Himmel quasi seinen Grant ablehnen können. Wir brauchen das halt einfach. Anders hat das mal Eugen Roth gesehen, der mal gesagt hat: vom Ernst des Lebens halb verschont. Ist der schon, der in München wohnt? Ja, kann man so sehen.